der Rollbahn ein riesiges Flugzeug in der Gewalt von Entführern. Sie planen einen Terroranschlag von beispielloser Grausamkeit. Die schwer bewaffneten Männer führen hochexplosiven Sprengstoff mit sich. Der französische Premier steckt in einem grausamen Dilemma. Lässt er das Flugzeug stürmen, sterben 173 Passagiere und Crewmitglieder. Lässt er es starten, sind die Folgen noch verheerender. Der folgende Antiterror-Einsatz wird als Musterbeispiel Schule machen. Dieser Hintergrundbericht zeigt Videoaufnahmen und Berichte von Augenzeugen über eine vergessene Flugzeugentführung. Heiligabend 1994. Ein Jet der Air France nähert sich dem Flughafen von Algier. Die Morgenmaschine aus Paris landet in der ehemaligen französischen Kolonie an der Nordküste Afrikas. Die Crew des Airbus A300 besteht aus 12 Leuten. Dies ist keine gewöhnliche Landung. In Algerien herrscht Bürgerkrieg. In der Nähe des Flughafens toben heftige Kämpfe. Es besteht die Gefahr, dass die Maschine bei der Landung mit Raketen beschossen wird. Wegen der Terrorgefahr wurden die Flüge nach Algier nur von Freiwilligen bestritten. Die Gefahr war uns bewusst und wir nahmen sie in Kauf. Die Gefahr ist so groß, dass Air France bei der Regierung angefragt hat, ob sie Algier weiterhin anfliegen soll. Die Antwort steht bislang aus. 100 Fuß, 50 Fuß, 20 Fuß. Schubumkehr eingeschaltet. Der Kapitän vom Flugnummer 8969 heißt Bernard Delem, ein äußerst erfahrener Pilot. Er gibt uns sein erstes Fernsehinterview überhaupt. Was er erlebt hat, macht ihm noch immer Angst und er zieht es vor, im Dunkeln zu bleiben. Es gab die normalen Sicherheitsvorkehrungen wie bei jedem Flug und dazu noch ein paar weitere wegen Algier. Mir macht es nichts aus, dorthin zu fliegen. Auch 10 Jahre danach würde ich sagen, dass ich diese Flüge mochte. Die Maschine soll nur kurz landen, bis sie gereinigt und aufgetankt ist und ihre Passagiere aufgenommen hat. Die meisten sind Algerier, doch viele kommen aus Frankreich und wollen eine Zeit lang dem gefährlichen Leben in Algerien entkommen. 3 Jahre zuvor gewannen islamische Fundamentalisten die Wahl und wollten einen islamischen Staat etablieren. Dann putschte das Militär und nahm ihre Führer gefangen. Seither rutschte Algerien ins Chaos. Das Boarding ist fast abgeschlossen, als plötzlich... Staatspolizei, ihr zwei geht nach hinten. Ein weiteres Zeichen der komplizierten Sicherheitslage. Polizisten wollen die Maschine erneut überprüfen. Staatspolizei, bleiben Sie sitzen. Wir machen eine Personenkontrolle. In Ordnung. Nein, Sie bleiben hier. Wir übernehmen das. Ich sollte eine Durchsage machen. Okay, tun Sie das. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän. Aufgrund einer Passkontrolle durch die Polizei kommt es zu einer kurzen Verzögerung. Bitte bleiben Sie an Ihren Plätzen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und werden in Kürze starten. Ihre Papiere. Ihre Papiere. Sie kamen auf uns zu und sie waren bewaffnet. Das war wirklich ungewöhnlich. Ihren Pass bitte. Die nicht genehmigte Verzögerung von Flug 8969 weckt den Verdacht des Militärs. Ein Team der Ninjas, genannten Antiterror-Einheit, macht sich auf den Weg zum Flugzeug. Ich sah aus dem Fenster und sah diese Ninjas, die algerische Spezialeinheit. Ich sah sie und dachte mir, warum sind das so viele? Tahut ist arabisch für Ungläubige. Als er das sagte, war klar, dass das Terroristen waren. Alle nach hinten, aber schnell. Schalt diese Teufelsstimme aus. Setzt euch. Keine Bewegung. Keiner bewegt sich. Wir sind keine Polizisten. Wir sind Mujahedin. Die Männer sind Terroristen.
gewalttätigen Gruppe muslimischer Extremisten, die einen islamischen Staat erzwingen will. Kein Preis ist ihnen zu hoch. Die Flugzeugentführung ist Teil ihres Plans. Wir werden siegen. Inshallah. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, als würde mich ein Zug überfahren. Ich war gelähmt vor Angst. Es war schrecklich. Seht her, das ist eine scharfe Bombe. Wir haben noch mehr davon. Wir geben ein gewaltiges Feuerwerk. Wir sind Volksmudschahedin. Gott hat uns auserwählt zu sterben und ihr sterbt mit uns. Anführer ist der 25-jährige Abdul Abdullah Yahya, ein berüchtigter Mörder. Habt keine Angst. Gott erwartet uns alle im Paradies. Draußen verbreitet sich die Nachricht schnell. Die ersten Reporter treffen ein. Der französische Premier wird aus dem Weihnachtsurlaub zurückgerufen. Eine internationale Krise bahnt sich an. Ich habe den ganzen Nachmittag telefoniert, um herauszubekommen, was genau dort los ist. Es war sehr chaotisch. Die algerischen Behörden waren zu hartem Durchgreifen entschlossen. Und es war schwer, das Problem mit ihnen zu besprechen. Geben Sie mir Ihre Jacke. In Algier ziehen die Terroristen die Uniformen der Crew an, um mögliche Scharfschützen der Armee zu verwirren. Ein Terrorist in der Kabine stört sich am Anblick der Frauen. Bedeck deinen Kopf. Noch mehr. Du auch. Ihre islamischen Gebote wurden verletzt. Männer und Frauen benutzten die gleichen Toiletten und saßen nebeneinander. Aber vor allem gab es Frauen ohne Schleier. Das geht nicht. Weiter nach hinten. Bedeck deinen Kopf. What do you mean? Nach zwei Stunden wollen die Entführer mit dem algerischen Militär sprechen. Hier der Tower, wir haben diesen Air France-Flug in unserer Gewalt. Wir sind die Armed Islamic Group. Hört ihr mich? Versteht ihr mich? Hört ihr mich? Was ist los mit dem Ding? Warum hören die nichts? Sie hören nichts, wenn beide Seiten gleichzeitig sprechen. Sie müssen nochmal anfangen. Sagen Sie es ihnen, los! Air France 8969. Was soll ich sagen? Die Terroristen befehlen Kapitän de Lem, nach Paris zu fliegen. Sie sagen, dass sie dort eine Pressekonferenz abhalten wollen. Doch die Maschine kann nicht starten. Die Fluggasttreppe ist noch angebracht und die Behörden haben die Startbahnen mit Fahrzeugen blockiert. Air France 8969. Die Fluggasttreppe ist noch angebracht. Bitte entfernen Sie sie sofort. Diese Bitte wird verweigert. Den Entführern beginnt die Kontrolle zu entgleiten. Die Regierung setzt auf Unnachgiebigkeit in jedem Punkt. Eine gefährliche Strategie, wie sie bald erfahren sollte. Wir jagen die Welt in die Luft. Wir jagen das Flugzeug mitsamt den Insassen in die Luft. Habt ihr mich verstanden? Auf dem Flughafen von Algier haben bewaffnete Terroristen eine Maschine der Air France in ihrer Gewalt. Sie wollen nach Paris, doch die Regierung blockiert. Es sieht nach einem Patt aus. Ich wiederhole, bitte entfernen Sie die Fluggasttreppe, damit wir Paris anfliegen können. Glaubt ihr, wir machen Witze? Ihr werdet es gleich sehen. Wir sind Gotteskrieger und bereit zu sterben. Wir zeigen es ihnen. Die Terroristen senden der algerischen Regierung eine Botschaft. Bei der Überprüfung der Pässe haben sie einen algerischen Polizisten unter den Passagieren entdeckt. Zwei Reihen hinter mir saß ein Polizist. Würden Sie bitte mit uns kommen? Sie müssen uns helfen. Er forderte den Polizisten auf, mitzukommen. Es ist verrückt, ich weiß nicht, was er wusste, aber er zögerte. Er folgte ihnen, aber nur zögerlich, weil er nicht wusste, was mit ihm geschehen würde. Überbringen Sie der Regierung unsere Botschaft.
Kaum einer der Passagiere bemerkt den Mord, auch die Piloten nicht. Wir durften zum ersten Mal Kontakt mit der Kabine aufnehmen, als sie die Stewardess ins Cockpit ließen, um zu fragen, ob wir was brauchen. Ich bat sie um Wasser. Sie können sich ja vorstellen, wie trocken unsere Kehlen waren. Wir konnten kaum schlucken. Da flüsterte die Stewardess, sie haben schon einen Passagier umgebracht. Ich war wie vor den Kopf gestoßen, da wir nichts davon mitbekommen hatten. Bei den Passagieren wächst die Sorge, was draußen vor sich geht. Manches deutet darauf hin, dass eine algerische Spezialeinheit einen Sturmangriff plant. Am meisten hatten wir alle Angst davor, dass die Ninjas, diese Spezialeinheit, das Flugzeug stürmen würden. Natürlich lief im Flugzeug alles schief, aber jede Einmischung von außen würde die Sache komplizierter machen. Das machte uns Angst. Der damalige französische Innenminister, Charles Pasqua, kennt die Vorgehensweise der Ninjas genau. Sie wurden von uns ausgebildet. Es war sehr riskant, die Maschine in Algier zu lassen. Wir wussten, dass das algerische Militär die Geiselnahme auf jeden Fall beenden konnte. Aber es hätte ein Blutbad gegeben. Das Militär bleibt bei seiner harten Linie. Die Terroristen sind bereit, ihren Einsatz weiter zu erhöhen. Der nächste Passagier muss sterben. Als sie den zweiten Passagier holten, war uns klar, dass alles schief lief. Dieser Passagier war Vietnamese, ein Diplomat. Er war in diesem Flugzeug ein völlig Fremder. Aber er ließ sich von ihrem Terror nicht einschüchtern. Das hat sie wohl geärgert. Der vietnamesische Diplomat glaubt, dass er als Außenstehender freigelassen wird. Die Stewardess ging in die Kabine und kam mit Gläsern und einer Flasche Wasser zurück. Sie schenkte uns ein und flüsterte, jetzt sind es schon zwei. Da wurde mir schlagartig klar, dass wir richtig in der Tinte saßen. Der Killer der Gruppe verhält sich immer seltsamer. Der größte von ihnen, der die Leute erschoss. Als wir im Flugzeug aneinander vorbeigingen, hielt er mich im Nacken fest und küsste meine Stirn. Später wurde ich in meinem Verdacht bestätigt. Muslime sagten mir, dass man das als Kuss des Todes verstehen konnte. Morin fasst sich schließlich ein Herz und zeigt seine Angst. Kann ich mit Ihnen sprechen? Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Falls Sie mich töten sollten, ich will nicht durch eine Kugel von hinten sterben. Wenn ich sterbe, möchte ich Ihr Gesicht sehen. Wovor haben Sie Angst? Nun, bei dem, was hier im Flugzeug passiert, kann man unmöglich keine Angst haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn ich Sie töte, sind Sie ein Märtyrer. Sie kommen direkt ins Paradies. Das hat mir nicht gerade Mut gemacht, das können Sie mir glauben. Lähmender Stillstand in Algier. Beide Seiten bleiben hart. Die Regierung in Paris ist frustriert. Sie ist überzeugt, dass französische Spezialkräfte die Entführung zu einem guten Ende bringen können. Doch die Algerier wollen ihre Probleme nicht durch ausländische Truppen lösen lassen. J'ai demandé.
Ich forderte die algerischen Behörden mit aller Eindringlichkeit auf, das Flugzeug starten zu lassen. Es war schließlich eine französische Maschine. Sie gehörte der Air France. Auch wenn die meisten Passagiere Algerier waren, gab es auch ein Dutzend Franzosen an Bord. Daher lag es an uns, dieses Problem zu lösen. Es wird Nacht. Air France Flugnummer 8969 steht im Scheinwerferlicht. Seit 7 Stunden befinden sich die Passagiere in Geiselhaft. Die anfängliche Panik ist in angespannte Ruhe umgeschlagen. Nur wenige wissen, dass 2 Mitreisende ermordet wurden. Die Crew versucht nach Kräften, die Lage zu entschärfen. Es gibt eine Menge Schalter. Hier zum Beispiel die Notstromversorgung. Eine Crew muss in solchen Situationen beruhigen, Vertrauen schaffen, den Betrieb aufrechterhalten. Das ist sehr wichtig. Am Anfang einer Geiselnahme geht es sehr gewalttätig zu. Man muss Zeit schinden, die Leute beruhigen und zeigen, wer man ist. Man muss herausfinden, wer sie sind und dann versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ça va jusqu'à la conversion de 2 Stewardessen sind sogar zum Islam konvertiert. Ich war eine davon. Ich respektiere gläubige Menschen durchaus, aber ich dachte mir, wenn die Terroristen das verlangen und ich damit zu ihrer Beruhigung beitragen kann, habe ich kein Problem damit, eine Bekehrung vorzutäuschen. Wir werden die Welt in die Luft jagen. Wir werden das Flugzeug und sämtliche Insassen in die Luft jagen. Habt ihr mich verstanden? In Verhandlungen wird die Freilassung von 63 Frauen und Kindern vereinbart. Doch die Algerier lassen die Maschine noch immer nicht starten. Gegen 2 Uhr morgens geht der Kapitän zum ersten Mal durch die Kabine. 2 Entführer schlafen auf dem Boden. 2 von ihnen lagen auf dem Boden, zwischen der ersten Tür links und der ersten Tür rechts. Ich dachte, 2 schlafen. Einer ist ganz hinten und nur einer im Cockpit. Wenn sie jetzt stürmen würden, ginge vielleicht alles gut. Aber das war's dann auch schon. Weihnachtsmorgen. Während die Passagiere eine unruhige Nacht verbrachten, hat sich einiges getan. Die französische Regierung hat beschlossen, eine Spezialeinheit nach Mallorca zu entsenden. Möglichst nahe an Algerien, ohne den Vorwurf der Einmischung zu riskieren. Oberst Denis Favier befehligte damals als Major die französische Antiterroreinheit GIGN. Weil Terroristen nach der Entführung möglicherweise ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben, möchte er unerkannt bleiben. Sie beschlossen, die GIGN nach Mallorca zu schicken. Uns stand ein Flugzeug der Air France zur Verfügung, das in jeder Hinsicht mit der entführten Maschine übereinstimmte, und eine Crew, die sich mit allen technischen Details auskannte. In der Hoffnung auf eine Gelegenheit, die Maschine zu stürmen, hat sich das Team von Major Favier auf dem Flug nach Mallorca mit allen Einzelheiten des Airbus A300 vertraut gemacht. Die algerische Regierung zieht ein weiteres Ass aus dem Ärmel. Sie konnte Yahya, den Anführer der Terroristen, identifizieren und seine Mutter herbeischaffen, um ihren Sohn zum Aufgeben zu bewegen. Mutter, ich liebe dich, aber Gott liebe ich noch mehr. Die Taktik der Regierung bewirkt das Gegenteil. Yahya ist außer sich vor Wut. Sie haben meine Mutter geholt. Ist das zu fassen? Meine Mutter. Sie haben meine Mutter hierher geschleppt. Wie viele Franzosen sind da hinten? Ein Mann und eine Frau. Hol den Mann. Was spielen die für Spielchen? Für wen halten die sich? Er tobte. Er dachte nicht daran, seine Meinung zu ändern. Nicht einmal die Liebe seiner Mutter konnte daran etwas ändern. Bislang ließen die Terroristen französische Bürger unbehelligt. Das ändert sich jetzt. Mit an Bord sind 2 Mitarbeiter der französischen Botschaft, eine Sekretärin und ein junger Koch. Okay, wir werden euch zeigen, wie man mit uns spielt. Hört ihr?
Sag ihnen, wenn sie das Flugzeug nicht starten lassen, werden wir alle Passagiere töten. Eine nach dem anderen, sag es. Mein Name ist Yannick Beunier. Ich arbeite für die Botschaft. Sie drohen uns zu töten. Wenn sie nichts unternehmen, fangen sie an, uns zu erschießen. Sie müssen etwas unternehmen, so schnell sie nur können. Ihr seid uns gleichgültig. Wir sind Gotteskrieger. Wir töten ihn und werfen ihn aus dem Flugzeug. Dann könnt ihr kommen und ihn auflesen. Hol mir ein Magazin. Yannick war voller Angst. Er sah mich an, bat er um Hilfe. Sein Blick ließ mich nicht mehr los. Ihr zwei geht besser zurück auf eure Plätze. Los. Ich dachte mir, das ist nicht möglich. Das kann nicht einfach so passieren. Das geht nicht. Die Warnleuchte für die Tür bestätigt, dass die Terroristen ihre Drohung wahrgemacht haben. Air France 8969, seid ihr jetzt zufrieden? Das habt ihr davon, wenn ihr die harte Nummer wollt. Wir haben die Erschießung dieses Mannes aus der Ferne mitbekommen. Wir haben das in Paris völlig aufgewühlt miterlebt, denn wir waren in den Funkverkehr zwischen Flugzeug und Tower eingeklinkt. Die französische Regierung kann nicht länger tatenlos zusehen. Premierminister Balladur greift zum Telefon und droht seinem algerischen Amtskollegen. Ich sagte ihm, dass ich die algerische Regierung auf internationaler Ebene dafür verantwortlich machen würde. Balladurs Drohung wirkt. Der algerische Präsident lenkt ein. Nach 39 Stunden des Terrors kann Flug 8969 endlich nach Frankreich aufbrechen. Endlich war es soweit, wir durften starten. Die Freude im Flugzeug kann man sich nicht vorstellen. Wir glaubten wirklich, es ist vorbei, wir haben es geschafft. Jetzt werden wir alle gerettet, wir verlassen Algier. Doch es gibt ein Problem. Während der gesamten Zeit am Boden hatte der Kapitän die Notstromversorgung in Betrieb. Die kleine Turbine am Schwanzende des Flugzeugs verbraucht pro Tag 4 Tonnen Kerosin. Der verbleibende Treibstoff reicht nicht bis Paris, sondern nur bis Marseille an der Südküste Frankreichs. Navigationslichter? Klimaanlagen? Die Startvorbereitungen für Flug 8969 haben begonnen. Die Crew ist erleichtert, es geht nach Hause. Auch die Passagiere glauben, dass alles, was noch kommen mag, besser ist als das, was hinter ihnen liegt. Sie wissen nicht, welches Grauen auf sie wartet. Nach 2 Tagen des Terrors und dem Tod von 3 Passagieren erlauben die algerischen Behörden, Flug 8969 nach Frankreich aufzubrechen. Dort wollen die Terroristen angeblich eine Pressekonferenz abhalten. Startcheckliste erledigt. Doch vor dem Start will sich Kapitän Delem beim Anführer der Terroristen vergewissern. Was ist? Sie wollen nach Paris und mit Journalisten sprechen. Ich soll sie dorthin bringen. Aber ich will wissen, ob sie die Maschine zwischen Algier und Marseille in die Luft jagen. Warum fragen Sie das? Weil ich für diese Passagiere verantwortlich bin. Für Sie und die Passagiere gibt es nichts zu befürchten. Wir fliegen nach Marseille, wie Sie gesagt haben, tanken dort auf und fliegen weiter nach Paris. Ich gebe Ihnen mein Wort. In Ordnung. Ich glaubte Ihnen, als Sie sagten, dass Sie die Maschine nicht zwischen Algier und Marseille sprengen würden. Ich weiß nicht, ob die Antwort zwischen Marseille und Paris die gleiche gewesen wäre. Man trägt ja keinen Sprengstoff bei sich, um damit eine Geburtstagstorte zu backen. Zwei der Terroristen hatten sich im Cockpit angeschnallt. Sie waren aufgeregt und ausgelassen wie Kinder. Sie hatten es geschafft. Am Morgen des 6.
November um 3.30 Uhr setzt das Flugzeug zur Landung auf dem Flughafen Marseille an. Keiner der Insassen weiß, dass vor ihnen Major Denis Favier mit seiner Spezialeinheit aus Mallorca eingetroffen ist und einen Showdown vorbereitet. Normalerweise operiert man im feindlichen Gebiet. Hier aber kam der Feind in ein Gebiet, das wir vollkommen kontrollierten. Für diesen Einsatz war das ohne Zweifel eines der Schlüsselelemente für den Erfolg. 50 Fuß? 20 Fuß? Für die Terroristen ist das der große Moment. Wir landen in Frankreich, tanken und füllen die Vorräte auf und fliegen weiter nach Paris. Das ist das Endziel. Am Flughafen herrscht Dunkelheit. Nur die Lichter des Flugzeugs und des Wagens mit dem Follow-Me-Schild. Wir folgen ihm, aber es geht nicht zum Terminal. Die Maschine wird absichtlich in eine abgelegene Ecke des Rollfelds gelotst. Die Anspannung ist groß. Die französische Regierung hat eine beunruhigende Nachricht erhalten. Als die Maschine Richtung Frankreich flog, erhielten wir Informationen, denen zufolge die Terroristen mit dem Flugzeug einen Anschlag auf Paris ausüben wollten. Die Informationen waren glaubwürdig genug, um sie sehr ausgesprochen zu nehmen. Wir trafen daher die Entscheidung, dass die Maschine um keinen Preis von Marseille starten würde. Ganz gleich, was passieren sollte. Sie musste am Boden bleiben. Wir wählten einen ganz bestimmten Standort für sie aus, um dann auf Zeit zu spielen. Die Taktik der Franzosen wird jetzt von Major Favier vorgegeben. Er setzt darauf, die Terroristen zu ermüden. Die Franzosen sollen sich stets gesprächsbereit zeigen, aber die Verhandlungen so lange wie möglich hinauszögern. Die Entführung dauert nun fast 2 Tage. Yahya und seine Männer müssen müde sein. Air France 869, wir müssen sofort betankt werden. 27 Tonnen. 27 Tonnen. Die Terroristen wissen von der Crew, dass die Tanks 27 Tonnen Treibstoff fassen. Weit mehr als die für Paris benötigten 9 Tonnen. Das bestätigt die Geheimdienstinformationen, wonach das Flugzeug als Bombe dienen soll. Sie sagen, dass es nicht geht. Wegen der Erschießungen in Algier. Jede Zeitung schreibt darüber. Die für das Tanken zuständigen Arbeiter haben Angst. Sie trauen sich nicht an das Flugzeug heran. Sagen Sie, wir wollen sofort starten. Wir wollen eine Pressekonferenz in Paris. Air France 869, Sie wollen sofort nach Paris aufbrechen. Sie wollen dort eine Pressekonferenz abhalten. Sie fragen, warum wir nach Paris fliegen, wenn die internationalen Medien schon nach Marseille gekommen sind. Warum eine Pressekonferenz in Paris? Das macht keinen Sinn. Wir können eine im Flugzeug abhalten. Major Favier hat den Köder ausgelegt. Wird Yahya zuschnappen? Sagen Sie, wir wollen CNN. Sagen Sie, wir wollen CNN. Air France 969, Sie wollen mit CNN reden. Die Terroristen stimmen einer Pressekonferenz im Flugzeug zu. Sie ahnen nicht, dass dies Teil eines ausgefeilten Plans ist. Die Pressekonferenz war in taktischer Hinsicht wichtig, weil wir dadurch Passagiere in den hinteren Teil der Maschine verlagern konnten. Die Verhandlungsleiter verlangen, dass der vordere Teil des Flugzeugs für die Pressekonferenz aufgeräumt wird. In Wahrheit geht es darum, genügend Freiraum für den Sturm der Spezialeinheit zu schaffen. Denn, was die Terroristen nicht wissen, die Türen des Flugzeugs lassen sich von außen öffnen. Kommen Sie? Nein, noch nicht. Mittlerweile steht die Maschine seit 12 Stunden auf dem Rollfeld in Marseille. Der Spezialeinheit sind Anzahl und Aufenthaltsort der Terroristen bekannt. Wahrscheinlich wurden Mikrofone an der Außenwand des Flugzeugs angebracht. Jetzt warten sie auf den Sonnenuntergang, um im Schutz der Dunkelheit zu operieren.
Die Insassen des Flugzeugs ahnen nichts davon. Sie warten noch immer auf die Pressekonferenz. Tower, 8969. Wir sind bereit. Die Journalisten können kommen. Hey, 969? Was soll das heißen? Sie sind nicht bereit. Nein, nein, nein. Vor über einer Stunde sagten Sie, dass die Journalisten bereit sind und Sie sie holen würden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Da muss es doch hunderte Journalisten geben, für die das die Story ihres Lebens ist. Die haben irgendwas vor. Wir können hier nicht bleiben. Nein, ich versichere Ihnen. Fahren Sie die Maschine darüber. Ich garantiere Ihnen, wir werden... Fahren Sie los, sofort. Bringen Sie die Maschine dorthin, wo die anderen sind. Es ist in Ordnung. Rüber mit der Maschine, darüber zu den anderen. Los. Los jetzt. Also los. Triebwerke starten. Mit einem Schlag kommt Major Favier's Plan durcheinander. Yaya hat das Heft an sich gerissen. Taktisch gesehen war die Situation für uns sehr schlecht. Wir hatten unsere Position darauf aufgebaut, dass die Maschine an Punkt A steht. Plötzlich stand sie an Punkt B und wir mussten uns ganz schnell neu organisieren. Kapitän Delem wird gezwungen, direkt unterhalb des Towers, in der Nähe des Terminals und anderer Flugzeuge zu halten. Bei einer Sprengung gäbe es jetzt unzählige Tote. Sagen Sie ihnen, jetzt ist es zu spät. Es gibt keine Pressekonferenz. Sie hätte schon längst stattfinden müssen. Sie sollen die Tanks füllen, wir verschwinden. Sie haben bis 5 Uhr Zeit, dann starten wir. Los, sagen Sie es ihnen. Ich habe die Schnauze voll. Los! Air France 8969. Major Favier lässt seine Männer so schnell wie möglich neue Positionen einnehmen. Vom Dach des Terminals aus können Scharfschützen das Cockpit einsehen. Ihm bleiben nur wenige Minuten für einen Notfallplan. Die Kavallerie wird mit Fluggasttreppen vorpreschen. Drei Treppen und 30 Mann. Das ist der Plan. Zwei Teams à 11 Mann dringen durch die Türen hinten, rechts und links ein. Dann dringt ein kleineres Team mit 8 Mann vorne rechts ein, um das Cockpit in unsere Gewalt zu bringen. Denn wir wissen, dass sich der Anführer im Cockpit aufhält. Unser Ziel ist, das Cockpit vom Rest der Maschine abzuschneiden. Um 5 Uhr ist noch immer kein Treibstoff da. Die Behörden denken nicht daran, die Maschine starten zu lassen. Schließlich ist es 5 Uhr, der Moment, an dem Yaya etwas unternehmen muss. Yaya betritt die Kabine, um sein viertes Opfer auszuwählen. Er scheint zu zögern. Er wählt das jüngste und fremdländischste Crewmitglied aus. Er hatte den Fehler begangen, ihm zu sagen, er sei Atheist. Ich will das nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich weiß nicht, was in Yaya vorging und werde es auch nie erfahren. Ich weiß nicht, ob er es sich anders überlegt hatte, aber er verschob die Erschießung. Stattdessen schoss er auf alles in seiner Nähe. Den Entführern ist klar, dass sich das Spiel dem Finale nähert. Aber dann fanden sie heraus, dass es eine Sprechanlage gab und sie fingen an, Koranverse aufzusagen. Das war sehr schwer, denn es waren Totengebete. Wir sollten uns auf den Tod vorbereiten. Wir sollten als Märtyrer sterben. Gott würde uns erwarten. Erst war alles ruhig, dann brach Panik aus. Die Terroristen wissen, dass die französischen Verhandlungsführer im Tower sind. Sie beschließen, ihnen eine Nachricht zu schicken. Einer der Terroristen öffnete das Seitenfenster im Cockpit und deckte den Tower mit Kugeln ein. Um uns herum zersplitterte das Glas. Es war ein richtiger Kugelhagel.
Seit unserer Ankunft in Marseille gab es immer wieder größere Anspannungen. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was sich da anbahnte. Wir werden unsere Mission zu Ende bringen, Captain. Da können Sie sicher sein. Edouard Balladur, der französische Premier, lässt Major Favier volle Handlungsfreiheit. Favier entscheidet, der Zeitpunkt zum Einschreiten ist gekommen. Als die Terroristen mit einer automatischen Waffe auf den Tower feuerten, wurde es im Flugzeug gefährlich. Wir hatten damit einen Grund zum bewaffneten Angriff. Dieser Angriff sollte über die fahrbaren Treppen erfolgen. In diesem Moment war ihnen und uns allen klar, dass der Angriff begonnen hatte. Die Kavallerie prescht vor. Dies sind Originalaufnahmen des Einsatzes. Wir sind zu acht auf der vorderen Treppe. Die erste Treppe erreicht das Flugzeug. Es gibt ein kleines Problem, weil die Treppe etwas höher ist als die Tür. Sie stößt an der Treppe an, ein bisschen zurück, die Tür geht auf, die Treppe setzt am Flugzeug an und die Gruppe geht hinein. Dann bricht die Apokalypse los. Auf den Boden! Keine Bewegung! Dann gerät die eindringende Gruppe in einen Kugelhagel. Die Terroristen feuern auf jeden, der hereinkommt. Absolut tödliches Feuer. Es gibt keinen Zweifel, was diese Schüsse bedeuten. Sie schießen, um zu töten. Die beiden anderen Teams von Favier dringen in den hinteren Bereich des Flugzeugs ein. Ich hörte nur, Hände auf den Kopf, keine Bewegung, in Deckung, so tief wie ihr könnt. Ich wollte da nur raus. Die Situation war extrem gewalttätig. Ich zog mir meinen Mantel über den Kopf, damit ich nicht sehen musste, was passierte und wie die Leuchtspurgeschosse vorbeizischten. Hunderte von Kugeln pfeifen durch die Kabine. Granaten explodieren, Rauch steigt auf. Es herrscht großes Durcheinander. Ich war an einem denkbar schlechten Platz und versuchte, mich möglichst klein zu machen. Man hält die Luft an und stellt sich vor, dass man so hart ist, dass die Kugeln in einem abprallen. Die Scharfschützen auf dem Dach sehen die Terroristen im Cockpit. Doch sie haben keinen freien Schuss, weil der Co-Pilot die Sicht versperrt. Dieses Problem sollte bald gelöst sein. Auf den Originalaufnahmen sieht man, wie der Co-Pilot Jean-Paul Baudery hart auf dem Beton aufschlägt. Doch er kann sich in Sicherheit schleppen. Damit erhalten die Scharfschützen die erhoffte Gelegenheit. Los, Bewegung! Los, los! Im hinteren Teil der Kabine evakuiert die Spezialeinheit die Passagiere unter heftigem Beschuss. Doch Steward Christophe Morin sieht sich außerstande zu fliehen. Ich wollte eine Frau mitnehmen, die immer neben mir gesessen hatte. Aber sie war zu dick und konnte nicht mitkommen. Also hielten wir uns bei den Händen. Es ist kaum zu glauben, doch wenige Minuten nach dem Beginn des Einsatzes sind fast alle Passagiere in Sicherheit. Nur noch ein Terrorist ist am Leben. Er sucht den Tod im Kampf. Im Cockpit waren nur noch der Flugingenieur und ich. Wir schauten uns an. Es war nur noch ein Terrorist da. Er sah uns nacheinander an. Seine drei Kameraden waren tot, oder so gut wie tot. Er hätte uns einfach aus Böswilligkeit erschießen können, aber er hat es nicht getan. Was soll ich sagen? Nach 54 Stunden gibt es so etwas wie Anerkennung und gegenseitigen Respekt zwischen Terroristen und Geiseln. Ich glaube, in diesem Drama hatten sich Beziehungen entwickelt, die nun spürbar wurden. Das hat vielleicht manchen Crewmitgliedern das Leben gerettet. Das französische Fernsehen filmt eindrucksvolle Szenen des Kampfes. Ein Gigien-Mann wird von Feuerstößen aus dem Flugzeug geworfen. Der letzte noch lebende Terrorist hält sie fast 20 Minuten lang in Schach. Doch die Zeit spielt gegen ihn und seine Munition wird knapp.
Nein! Der Flugingenieur und ich sahen uns an. Uns war klar, in welche Situation wir steckten. Solange Schüsse fielen, wussten wir, dass wir sterben konnten. Doch als das Schießen aufhörte, oder wir dachten, dass es zu Ende war, sagten wir uns, okay, es ist vorbei. Doch für den Kapitän und den Flugingenieur ist es noch nicht vorbei. Die Jijian weiß nicht sicher, wer die Terroristen sind und ob noch welche leben. Jeder ist verdächtig. Der Kampf um das Cockpit tobte so heftig, dass niemand glaubt, die Flugcrew hätte überlebt. Die Spezialeinheit der Franzosen geht davon aus, dass es sich bei Überlebenden um getarnte Terroristen handelt. Der Flugingenieur wird aus der Maschine gezerrt und in Handschellen abgeführt. Aufstehen! Hände auf den Kopf! Ich bin der Kapitän dieses Flugzeugs. Ich stehe auf, aber nicht mit erhobenen Händen. Ich wäre niemals mit den Händen auf dem Kopf aus dem Cockpit getreten. Nach allem, was ich durchgemacht hatte, wollte ich mich nicht wie ein ertapptes Kind behandeln lassen. Als Bernard und Alain aus dem Flugzeug kamen, konnten wir es nicht glauben. Alain trug Handschellen und sein Hemd war blutverschmiert. Er sagte, ich bin taub, ich bin taub. Und wir riefen, ja, aber du lebst. Wir sagten ihnen, das ist unser Flugingenieur, lasst ihn gehen. Es war unglaublich. Incroyable. 20 Minuten lang tobte ein wilder Kampf in dem besetzten Flugzeug. Hunderte von Kugeln wurden abgefeuert, zahlreiche Granaten explodierten. Dennoch haben alle 173 Insassen überlebt. Kapitän Delem kam mit Schusswunden am Ellenbogen und der Hüfte davon. Die Crew hat eine herausragende Verantwortung. Die Pflicht, die Geiseln zu retten und das Flugzeug zu schützen. Die Crew und ganz besonders der Kapitän haben ihre Aufgabe hervorragend gemeistert. Von den 30 Jijian-Männern wurden 9 verwundet, einer davon schwer. Als wir den Einsatz und die Schwere der Verletzungen der Jijian-Männer auswerteten, als klar war, dass es keine tödlichen Verletzungen gab, konnten wir die Operation insgesamt als Erfolg betrachten. Von den 161 überlebenden Passagieren waren nur einige leicht verletzt worden. Eine große Erleichterung für den französischen Premier. Man kann nicht behaupten, dass ich an diesem Tag besonders entspannt war. Aber meiner Einschätzung zufolge hatte ich keine andere Wahl, als so zu entscheiden, wie ich es tat. Dann konnte ich nur noch hoffen, dass alles gut verlaufen würde. Und tatsächlich verlief alles ausgesprochen gut. Das hätte ich nicht im Traum gedacht. Alle Crewmitglieder und Angehörigen der Spezialeinheit wurden mit hohen Orden für ihren mutigen Einsatz geehrt. Lange Zeit verfolgten mich die Gesichter der 3 toten Passagiere, die ich nicht hatte retten können. Aber als wir die Orden erhielten, wurde mir klar, dass ich 170 Menschen gerettet hatte. Das war viel erfreulicher und half mir, die Trauer zu verarbeiten. Ich trage den Orden nie, aber ich bin stolz auf ihn und glaube, dass wir ihn verdient haben. Wir haben nur getan, was getan werden musste und unsere Arbeit gemacht. Es war ein Einsatz wie aus dem Lehrbuch. Eine der erfolgreichsten Antiterroroperationen überhaupt. Doch die Überlebenden werden die traumatischen Erlebnisse nie vergessen. Sahida Kakachi, die unter den Passagieren war, konnte vor Angst um ihre Sicherheit nicht mehr in Algerien leben und emigrierte nach Frankreich. Die Stewardess Claude Bourgnard nahm den Dank der Air France entgegen, doch sie hörte auf, für sie zu arbeiten. Christophe Morin erging es ebenso. Die schrecklichen Erlebnisse veränderten seine Lebenseinstellung grundlegend. Heute arbeitet er für eine Wohltätigkeitsorganisation. Kapitän Delem übernahm später wieder seinen Dienst. Nach 9 weiteren Jahren im Cockpit ist er vor kurzem in den Ruhestand getreten. Später bestätigte der ehemalige algerische Terroristenführer Omar Chiki, dass die Terroristen die Maschine tatsächlich sprengen wollten.
über dem Eiffelturm, dem französischen Nationalsymbol. Das herabstürzende Flugzeug hätte in den belebten Straßen von Paris Hunderte von Menschen getötet. Es gab keine weiteren Versuche, schnell war die Entführung vergessen, bis zu einem Tag, 7 Jahre später. Ich war gerade einkaufen und traf dort einen Freund. Er sagte, ein Flugzeug ist ins World Trade Center gestürzt. Ich ging nach Hause und saß 24 Stunden lang vor dem Fernseher. Ich konnte mich weder rühren noch etwas essen. In mir kamen die ganzen Bilder wieder hoch und ich dachte, hatten sie das mit uns vor? Mir wird ganz anders, wenn ich daran denke, dass unsere Terroristen Anfänger waren. Kleine Jungs, die keine große Ahnung hatten. Aber sie haben es allen vorgemacht. Thank you.